Hallo liebe Hungrige, ich weiß, eigentlich räuchert man nur in Monaten, in denen der Buchstabe R vorkommt, aber ich wollte eben mal aus der Reihe tanzen und außerdem hatte ich großen Appetit auf Räucherfisch und dieser würzig geräucherte Zander ist wirklich eine Delikatesse und wir brauchen dafür. Für die Zubereitung eines Suds Zucker und Salz, für die Lake, die wir dann daraus machen, Pfeffer, Thymian, Rosmarin und Chiliflocken und für den Räuchervorgang selbst noch einige Wacholderbeeren. Und natürlich den Fisch, hier also Zanderfilet und weil ich die Gelegenheit nutzen wollte, wenn der Räucherofen schon mal angeworfen wird, gebe ich noch Lachsforellenfilets mit hinein. Zuerst kochen wir mal mit Zucker und Salz angereichertes Wasser auf. Alle genauen Mengenangaben findet ihr natürlich wieder in der Infobox. In das heiße Wasser geben wir nun die Gewürze, also Pfeffer, außerdem Thymian, ebenso Rosmarin und zu guter Letzt von den Chiliflocken, na gut, noch ein bisschen mehr. Dann alles gründlich mal durchrühren und die Lake nun erstmal abkühlen lassen. Ist sie dann abgekühlt, geben wir den Fisch in ein passendes Behältnis und übergießen ihn mit der Lake, geben einen Deckel darauf und lassen alles über Nacht stehen. Danach, ein heller neuer Tag ist angebrochen, werden die Filetstücke aus der Lake herausgenommen und gründlich abgewaschen, eins nach dem anderen, bis alle Stücke schön clean sind. Und dann lassen wir sie an einem luftigen Ort trocknen und entweder ihr hängt sie an Haken auf oder legt sie so wie ich hier auf ein Gitter. So, und falls ihr dann fürs Räuchern schon fertiges Wacholderräuchermehl habt, könnt ihr natürlich dieses nehmen. Ansonsten zerkleinert die Wacholderbeeren etwas, also am besten zerschneiden, dann vielleicht noch ein bisschen mit einer Gabel zerdrücken. Mit diesen ergänzen wir dann das Räuchermehl. Ich verwende welches von der Buche, befülle also den dafür vorgesehenen Kasten mit dem Räuchermehl und gebe dann also die zerkleinerten Wacholderbeeren mit dazu. Das Räuchermehl dann entzünden und es soll eben räuchern und nicht lichterloh aufflammen. Wir schließen den Kasten und öffnen, zumindest für den Anfang, die Belüftung ganz oder teilweise. Den Ofen dann aufheizen, aber lediglich bis wir eine Temperatur so um die 40 Grad erreicht haben. Der Zander wird also warm geräuchert, ginge mit angepassten Zeiten auch kalt oder heiß geräuchert. Ich finde es so am besten. Und nun geben wir die Filets mit hinein, entweder am Haken oder auf einem Gitter. Wir können sehen, es hat sich schon mächtig Rauch entwickelt. Und die Filets bleiben nun für 2,5 bis 3 Stunden im Räucherofen. Und dann können wir sie rausnehmen, denn sie sind fertig. Glaubt mir, eine ganz besonders köstliche Fischspezialität. Reicht Kartoffeln, vielleicht auch Reis oder nur Brot dazu. Ich ergänze noch mit einer Kräutersoße. Und wer keinen Räucherofen hat und beim Aroma ein paar Abstriche hinnimmt, kann die Zanderfilets auch im Backofen zubereiten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und dann recht guten Appetit. Und falls es doch lieber eine heiß geräucherte Lachsforelle sein soll oder es als Dessert vielleicht ein Stück Kühlschranktorte geben soll, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.